Yo-ho-ho, Leute! Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age 2. Und ich habe auch zugleich eine gute Nachricht für euch, die aktuell ist. Ja, jedenfalls während ich das Video hier aufnehme. Und zwar kann ich jetzt wieder über 15 Minuten aufnehmen. Das werde ich heute eventuell auch gleich in Anspruch nehmen mit dieser Folge. Ihr werdet ja sehen, wie lang die Folge sein wird. Und warum war das? Nun, wegen dem ersten Part von Mafia 2, von dem LP von mir, irgendwie hat das nicht ganz gefallen. Erst war, das war noch bevor das neue Design kam, das Video nur in bestimmten Ländern nicht verfügbar. Und jetzt ist es überall nicht mehr verfügbar gewesen und ich habe eben die Bestrafung wegen dem Limit dafür kassiert. Aber mittlerweile geht das in Ordnung. Beziehungsweise ich habe jetzt das Video gelöscht und jetzt, ja, muss ich nur mich darum kümmern, euch natürlich Ersatz zu liefern und auch an all jene, die es noch nicht gesehen haben, die zu alle fordern oder die es sich angucken wollen. So, okay, ein Dämon des Horns. Den markiere ich. Und Aveline, sie ist zwar mit. Oh, sie ist schon mit drei Gegnern beschäftigt. Okay. Da will ich natürlich dafür sorgen, dass es so bleibt. Und erledige erstmal den Dämon des Horns. So. Wieder ein Gegner hinüber. Irgendwie, ich weiß nicht warum, aber manchmal kann ich die Seele nicht anvisieren. Zack. Sorgt mal dafür, dass Aveline ein bisschen ja, Hilfe bekommt. So, war's das? Ja, das war's wohl erstmal. Gut. Ja, ich werde eventuell auch in dieser Folge die ganze Quest hier durchspielen und so. Ja, das auf jeden Fall. Ich will ja nämlich vorankommen. Und was könnte ich euch erzählen, solange wir hier durch die modrigen Ruinen stapfen? Ja, ich könnte euch was erzählen, nämlich was ich gemeint habe mit Bodan und Sandal, dass sie in Dragon Age Origins vorkam und dass ein Time Paradox ausgelöst sein soll. Nämlich ging es darum, während man Lotherwing, war es Lotherwing? Ich glaube, es war Lotherwing, verlässt, trifft man Bodan und Sandal und wenn man die richtigen Optionen wählt, schließen sie sich dem Wächter an. Also man ist ja ein grauer Wächter. Und ja, sind dann immer im Lager des Wächters als Händler verfügbar, beziehungsweise Händler und Verzauberer eben, weil Sandal ist ja ein Verzauberer. Da aber das Event mit Lotherwing, während Lotherwing zerstört wurde, ja, da Dragon Age 2 da anfängt, ja, dachte ich mir, Moment, wieso sind die beiden hier, wenn sie doch eigentlich noch in Kirk, in Ferelden sein Daraus müssten? wird nichts. Das war es nämlich, was mir da, das, was Verwirrung in mir hervorgerufen Das hat. müsste es gewesen sein. Aber es kann ja sein, ich muss das mal nachgucken nochmal genau, das Wissen, ja, zwischen dem Verlassen. Das Wissen dem Ereignis von Lotherwing und hier, also beziehungsweise kurz vor der Expedition, viele Jahre vergangen sind und dementsprechend Bodan und Sandal sowieso hier sein können. Du bist So, erledigt. jetzt muss ich mich wieder ums Kämpfen kümmern. Es gibt irgendwo einen recht heftigen Kampf, aber ich glaube, den haben wir schon längst geführt. Und ich muss mal kurz einen Cut machen. Moment. So, da bin ich wieder. Musste nur kurz niesen und das wollte ich euch jetzt nicht antun. Diese Ohrenexplosion und so. Oh, da ein Gegner, den lo bei dem lohnt es sich, ihn zu
ja, tanken für die. So, erstmal beseitige ich die kleinen Gegner und dann der Wiedergänger. Sollte aber kein Problem werden. Da gerade er hier so gute Technik beherrscht. So, und am Ende kommt noch ein Wiedergänger, nach meinem Wissen. Ja, da ist er schon. Aber sie hat ja ihre Tank-Attacke. Einmal bitte Kräfte sammeln. Achso, ist nur ein Arcana Schrecken. Ja, was heißt hier nur ein Arcana Schrecken? Der hat uns schon einiges gerade abverlangt mit dem letzten Zauber. Aber auch nur noch mit dem. Bevor ihr fragt, was ist denn nun mit hier Skybeam? Da kommt auf jeden Fall noch was. Aber erstmal will ich hier ein bisschen vorankommen bei Dragon 2. Und dann geht es auch weiter mit Skybeam und Pluto ist im Weg. Jetzt. Gut. Ja, also wie gesagt, mit Skybeam geht es auf jeden Fall noch weiter. Ich will aber erstmal hier ein bisschen noch zu aller Vorderst weiterkommen. Das Geschenk des Dämon. Aha. Ah, das ist ein Codex-Eintrag. Ihr dürft ja, genau, ihr könnt ja sagen, ob ich die ganzen Codex-Einträge irgendwann später vorlesen soll oder ob ich, ja, einfach, ja, die euch nur zeigen soll oder ob es vollkommen egal ist, ob ich die Codex-Vorträge vorlese, ob ihr sie seht. Ich zeige es euch einmal. Hier auf dem Buch. Hier findet man die ganzen Codex-Einträge. Ihr seht, es sind verdammt viele. Zu vielen verschiedenen Themen. Zu Orten, zu Wissen, Charaktere. Und ihr seht, es sind verdammt viele. Die Kunst des Krieges. Ja. Ich könnte die alle in einem 1, 2, 3 separaten Videos am Ende vorlesen. Oder sie euch wenigstens zeigen. Aber nur wenn ihr wollt, wenn es euch interessiert. Ja, wenn nicht, dann nicht. Wenn es euch nicht interessiert, dann nicht. Ihr müsst mir mehr geben. Hm? Starkhaven wird sich weigern. Ich habe diesen Idioten Goran Vale auf den Stuhl des Prinzen gesetzt, aber die anderen Familien erkennen ihn nicht an. Ich muss ihn mit Flora verheiraten und unsere Position stärken. Ich brauche mehr Macht. Aha. Ich habe euch schon viel gegeben. Euer Verlangen ist sehr umfassend. Ihr habt bereits eure Gatten und eure Kinder eingetauscht. Was habt ihr noch anzubieten? Was sollte ich sagen? Ja. In der blühenden Rose sind 50 Silber der übliche Preis für eine Hure. Meine Dienstleistung fällt wohl kaum unter üblich. Wer ist das? Wer seid ihr? Wie seid ihr hierher gekommen? Tja. Sebastian. Ihr wart eine Freundin meiner Mutter. Wie konntet ihr sie ermorden? Welch hässliches Wort. Viel schöner ist doch das einzige Hindernis zwischen ihr und ihren Träumen entfernen. Es war eure Idee. Ich könnte solche Wünsche wecken, wenn ich wollte. Aber es ist viel einfacher, jene zu nähren, die bereits existieren. Der Wunsch nach Macht ist leicht zu finden. Ihr und euer Freund habt ihn auch, nicht wahr? Ihr wollt beide nach oben. Nein. Nicht, wenn ich dafür meine Familie verkaufen muss. Wie loyal waren denn eure Freunde? Jeder hat seinen Preis. Jeder will das. Hört nicht auf sie. Oh, wie kann sich in einer so frommen Seele nur derart viel Ehrgeiz verstecken? Seid ihr etwa anders als meine Lady? Ihr erstrebt dasselbe Land, dieselbe Macht. Ich bin der rechtmäßige Erbe. Sie ist eine Thronräuberin und Mörderin. Ihr habt geschworen, auf weltliche Güter und Ansinnen zu verzichten. Aber das hat euch nicht davon abgehalten, sie weiterhin zu wollen. Ihr werdet ein guter Herrscher sein. Was ihr tun müsst, um dorthin zu gelangen, ist ohne Bedeutung.
Ich handle nicht aus Ehrgeiz. Ich will nur das Beste für mein Volk. Mhm. Für das Volk, das euch verehren wird. Sein Lächeln, das bislang nur eurem Bruder gewidmet war, gilt nun euch als dem strahlenden Prinzen. Und ihr müsst dafür nur jeden töten, der sich euch in den Weg stellt. Schweigt, Verführerin! Euer Flüstern hat unsere Verbündeten auf den falschen Weg gebracht. Ihr seid die Einzige, die ich töten muss. Sehr gut, Sebastian. Er lässt sich nicht so leicht manipulieren. Wunderbar. Es gibt eine Nebenquest, in der man, es gibt eine Nebenquest, in der man ins Nichts muss und jeder Gefährte sozusagen seine Prüfung hat. Und ja, manche fallen darauf rein. Und what the? What the fuck? Scheißdreck ist das. Wiederbeleben, los. Ein Mana-Tag bitte. Und einmal helfen. Schnell diesen Gegner erledigen! Er ist das Fieseste im Moment. Und dann die Lady. So. Ihr seht, selbst ohne unseren Tank kommen wir zurecht. Ich muss für Lady Harrymans Seele beten. Ja. Zurecht. Ja, was ist denn das für ein Wort? Wir kommen zurecht. Ich brauche 2 Verletzungsausrüstungen. Einer. 2. Aber irgendwie nimmt nur einer die... Ne? Beim letzten Mal war es irgendwie so, dass einer gar nicht angenommen wurde. Nun gut. Was gibt es hier noch? Harryman Anwesen. Moment. Gibt es hier noch etwas? Achso, das ist nur der andere Ausgang. Okay. Gut, dann gehen wir. Das war ein... es ging. Es war kein schwerer Kampf. Zum Glück hatten wir Anders. Ich muss für Lady... Sebastian, ich bin... Leitone ist ein viel zu schwaches Wort. Na gut. Wenn ich bedenke, wozu Mutter uns gebracht hat, wozu diese Kreaturen uns gebracht haben... Wir waren Freunde, Flora. Es wäre, als hätte sich eine Wolke auf mich herabgesenkt. Ich konnte nur fühlen oder denken, was der Dämon zugelassen hat. Hat eure Mutter den Angriff auf Sebastians Familie befohlen? Ja, das hat sie. Aha. Ihr kennt Mutter Sebastian. Moment. Sie war schon immer neidisch auf eure Eltern. Schluck trinken. Der Dämon hat dafür gesorgt, dass sie an nichts anderes mehr denken konnte. Sie war fest entschlossen, Starkhaven für sich selbst zu beanspruchen. War eure Mutter eine Magierin? Wie hat sie diesen Dämon gefunden? In unserer Familie gab es nie Magie. Vielleicht hat das Mutter zu selbstsicher gemacht. Sie dachte, sie könnte mit einem Dämon umgehen und würde ihm nicht zum Opfer fallen. So ist es. Es sind die Dämonen, die man fürchten sollte, nicht die Magier. Auf die Ruinen sind wir gestoßen, als wir das Haus erweitert haben. Dort hat Mutter den Dämon gefunden. Ich glaube, sie hat den Handel abgeschlossen, noch bevor wir etwas davon erfuhren. Gebt nicht eurer Mutter die Schuld. Der Dämon der Wollust hat das bewirkt. Die meisten anderen werden wohl kaum so versöhnlich denken. Und wenn es die letzte Münze meiner Familie kostet, ich werde jedem, dem wir Leid zugefügt haben, eine Wiedergutmachung zahlen. Angefangen bei euch. Sebastian, wir waren nicht die Einzigen, die um Starkhaven gekämpft haben. Solltet ihr auf weiteren Widerstand stoßen, seid euch meiner Unterstützung gewiss. Das alles gleicht das Geschehene nicht aus. Nein, tut es nicht. Nein. Ich gebe Bescheid, falls ich euch brauche. Gut. Nochmal Sebastian Freundschaftspunkte bekommen. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, haben wir da vorhin... nach dem Gespräch noch ein paar Freundschaftspunkte zu ihm gewonnen. Oh Gott. Oh nein. Das kann ich so nicht akzeptieren.
Oje, oje. Habe ich irgendwo Feindschaftspunkte bei ihm gewonnen? Wenn ja, dann muss ich probieren, diese zu beseitigen. Irgendwie. Später vielleicht. In einer anderen Quest, wo er mitkommen darf. Da oben war er, ne? Hier drin. Ach so, er ist fort. Und das? Naja. Achten wir mal nicht so drauf, wa? Ich werde die Videos übrigens, vorsichtshalber trotzdem nicht über 15 Minuten, nicht so weit über 15 Minuten aufnehmen. Naja. Deswegen würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle einfach mal einen Cut. Und wir gucken dann in der nächsten Folge, ja, führen wir die Quest, in der nächsten Folge führen wir die Quest komplett zu Ende. Sprechen noch mit den anderen vielleicht. Und ja, sehen dann weiter. Also, bis dahin. Ciao.